Ich bin's, Gustav Witf, und ich will ausprobieren, ohne Shotgun zu spielen in Season 10. Zeiten haben sich geändert, Jungs. Es war vorher schon echt, echt, echt schlimm ohne Shotgun. Und ich glaube jetzt einfach, jetzt wird's richtig, richtig schlimm. Oh Gott, ey, ich will nicht in die Nähe von so einem... Ja! Das ist eine Challenge. Also ich rechne mir sowas wie 3 Stunden ein. Und dann aufzugeben. Nicht, weil ich in 3 Stunden das schaffen möchte, weil ich bin mir schon dessen bewusst, dass das... Ja, vielleicht unter Umständen etwas schwer werden könnte. Junge, 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 ich weiß gar nicht, was ich mir dabei denke, aber so eine Burst... ...der gerne benutzen, Kappa. Oh Gott, oh nein! Er gibt mir direkt One-Shot. Habt ihr eigentlich die Meldung von Epic gehört oder gelesen, wo die berichtet haben, warum sie nicht das Biest rausnehmen wollen oder schlechter machen wollen und so? Und alle anderen, die das gelesen haben, denken sich so, hä? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber eure Berührung das... Oh, nice, na ja. Oh, jemand hat eine Shotgun. Nee, das ist keine Shotgun. Absolut kein Plan, wo jemand ist. Nein! Hard times. Nice! Ist mir so egal, dass du da stehst, Junge. Ja, hätte nicht gedacht, dass wir jetzt mit einem 3-Kill... Als der mit einer SMG hochgesprungen ist und ich nur die Eier hatte, habe ich gedacht, das war's für mich. Aber wir haben es geschafft. Zum Glück gab es hier nicht eine Shotgun oben drauf, ne? Offensichtlich. Ja, doch, hier. Aber ja, hat er nicht geschafft, die zu benutzen, ne? Besser. Jawohl, der 70 Headshots. Let's go. Ist da noch einer? Vor irgendwas hat er sich ja versteckt, oder? Ja. Der hatte viel Leben. Okay, gut, dass wir da weggegangen sind. Nice. Easy. Holy shit, warum haben die alle so viel Zeug? Schnell, 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 da kommt jemand. Aber läuft doch. Ja, doch, mit der Waffe geht das schon. Ich hätte auch bauen können zwischendurch, aber... Ich wusste halt, dass ich einfach das gewinne. Also, ich hab's geschätzt. So. Oh Gott. Keine aufgeladene Waffe. Alter. Oh nein. Nice, Mann. Alter, wo kommen die jetzt alle her eigentlich? Ist noch jemand? Geht schon gut ab hier gerade, oder? Oh mein Gott. Aber ich liebe es, dass sie mir alle Heilung mitbringen. Oh mein Gott. 7 Kills. Ach, meine Güte. So einer guten Runde hätte ich auch nicht rechnen können. Aber ja, die blaue Kombi-Gun, die macht es natürlich gerade auch auf jeden Fall. Gutes Ding. Warte mal, warum habe ich jetzt die Impulsgranaten liegen lassen? Ich habe doch gerade... Ne? Die habe ich wohl liegen lassen. Ich meine nicht, dass ich sie benutze. Ne? Bin ich selber unsicher. Ja, irgendwo müssen die Impulsgranaten liegen. Da. Und 4 Stück vor allen Dingen und ich lasse die liegen. Mir los. So, wenn jetzt ein Mac gekommen wäre, dann wäre ich so im Po gewesen, glaube ich. Obwohl, ich habe ein Jump Pad.
If you don't try, you never know. Ich glaube, wir sind noch tatsächlich auf keine Kampfstrotflinte getroffen. Und das könnte tatsächlich der Grund sein, weswegen wir noch leben. Das meine ich ernst. Kampfstrotflinte macht den Unterschied, Freunde. Was passiert denn hier gerade? Geil, Mann. Ich habe den No-Scope getroffen, ne? Ich habe halt ungelogen den No-Scope getroffen. Oh, das hat mich gekriegt. Da ist ein Brute. Ich nenne ihn jetzt immer Brute, weil ich das einmal jetzt so gemacht habe. Jetzt kann ich ihn nicht mehr anders nennen. Ich hab den No-Scope getroffen. Was? Oh mein Gott. Yeah, Baby. Die Frage, wo der Fußballskin ist. Oh, der ist echt abgehauen. Ist halt echt abgehauen, ne? Wow. Sowas rechnest du nicht. Mit sowas rechnest du nicht. Schade. Ah, hier vorne kämpft jemand. Gut vollgepumpt, also schon fertig. Schön außenrum jetzt hier. Ich hab ihn gesehen. Das war schade. Was machst du denn da? Ja. Oh Gott. Guck mal, wie mehr ich fast bekommen hat, ne? Weil er eine goldene Kampfschrotflinte hat. Heftig. Ich sag's euch, heftig, das Ding. Er hat auf jeden Fall bessere Waffen gehabt. That's for sure. Ah, hätte ich haben können. Nein, guck mal, was er für eine Waffe hat. Oh mein Gott, wir haben gerade einfach nur Glück. Bin ich auch, also, bin nicht dumm. Ich verstehe gerade, dass das Glück ist, Junge. Was die mir für einen Schaden mit dieser Waffe machen, ne? Es ist so verrückt. Ich habe aber einfach gerade echt Glück. Oh, guck mal, was er hat. Let's go. Nice. Und nochmal auf gutes Leben. Wir haben, also, wenn ich mal eine Chance habe, hier zu gewinnen, dann jetzt. Dann jetzt, Freunde. Oh mein Gott, yes. Ich warte ab, bis ich das nehmen kann. Volles Material, volles Leben. Meiner Meinung nach perfekte Waffen für die Challenge. Aber wirklich jeder Zweikampf mit einer Kampfschrotflinte ist am Limit. Oder diese Waffe ist so stark. Immer noch. Wenn die jetzt nicht gepatcht wäre... Habe ich auch gemacht. Also ich habe ja eine Zeit lang auch deutlich gesagt, ich werde keine Challenges machen, solange die Kampfschrotflinte drin ist. Jetzt haben sie die halt schlechter gemacht. Jetzt kann ich es versuchen. Wir merken, es ist nur wegen der Kampfschrotflinte überhaupt schwer. Ansonsten... Ansonsten habe ich einfach gar keine Ängste. So, weil ich kann halt die Leute auch damagen mit besserem Aim zum Beispiel. Aber Junge, Junge, Junge. Kommt da die Kampfschrotflinte, dann ist es eine Gratwanderung. Muss sie Glück haben. Irgendwie den Baum missachtet. Okay. Oh, wow. Warum gar keinen Bock auf den? Ja. Raketenwerfer-Spieze, also sagst du. Raketenwerfer, ha? Huh? Hm. Jetzt voll drauf. So macht man das. Oh, Ehre genommen. Aber sowas von. Richtig die Ehre genommen. Was für eine Runde. Hoffentlich haben die keine Kampfschrotflinten. Der hatte jetzt keine. Und ja gut, der, ich glaube, der wäre so oder so gestorben. Den haben wir schön aus der Luft gefischt vorher. Ich weiß leider nicht, wo die sind. Okay, die müssen in das die drin sein. Wir fliegen direkt voraus. Bauen einen schönen großen Turm. Und warten, bis die kommen. Ah, da oben ist er.
glaube, der hat auf mein Jump-Pad geschossen. Nase. Haben wir gerade mal Glück, dass wir vielleicht nicht ganz so gute Gegner haben am Ende. What? Das habe ich schon gebaut, ja. Aufgefallen vorher. Na dann, 1 gegen 1. Eine Person noch. Okay, er hat einen Minigun, glaube ich. Ich versuch's. Ja, er hat's auf jeden Fall. Emmet. Er hat eine Shotgun, Junge. Guck mal, wie er einfach weiß, dass er gewinnen kann. Oh, wow. Das war dumm. Das war nicht schlau, mein Freund. Das war nicht schlau. Let's go! Oh mein Gott, was? Ey, in einer Stunde haben wir das geschafft. Und mit 30 Heat. Oh mein Gott, das war eine geile Challenge. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin so froh, dass man ohne Shotguns gewinnen kann. Oh, wow. Das hat sich gut angefühlt.